bound only by frozen memories. Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Streamchen mit Days Gone. Heute geht's weiter. Yay. Wir fahren mit der Geschichte fort. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich schnack auch nicht lange. Wir starten gleich mit dem Spiel. So, was haben wir denn heute? Was haben wir denn da heute vor uns? Dann zeig mal her. Ach, wir haben ja auch noch diese Infizierungsgebiete. Okay. Infizierungsdingen. Oh Gott, was ist denn da hinten alles? Drei Stück? Oder sind das mehr? Drei, okay. Räume alle Nester. Dann räumen wir erstmal alle Nester, wa? Würde ich mal behaupten. Und dann würde ich sagen, machen wir das mit dem Gedenkstein. Und dann geht's weiter mit Kopfgeldjäger. Das klingt doch nach einem Plan, oder was? So, Alter, dann mach mal die Tür auf. Ja, irgendwann müsste ich auch mal diese Boxen da am Arsch machen, damit da irgendwie mal Ruhe. Okay. Eben nur der Kackwolf. Gerade erst im Spiel und schon kommt der Wolf wieder. Bringt ja schon mal wieder gut los. Steuerung von dem Motorrad, ne? Immer noch ein Traum. Ich werde mal das Overlay ausschalten, weil das stört doch ganz schön. Schützenhinterhalt. Oh. Da unten. Wo steckst du? Drecksker, du lauerst heute keinen Drifter mehr auf. Thank you.
Hier ist eine City. Hier sehe ich aber im Post. Ach, die waren wir schon. Hier schon mal? Ich muss das infizierte Gebiet hier noch ausräuchern. Vielleicht 4 Stück, 4 gegen 1. Das ist aber ganz schön unfair. Oh ja, Baby, du bist genau richtig. Komm her. Mehr Beute. Ich war das nicht für Officer, sie ist einfach hingefallen. Seid auch alle einen Haufen blöd, ne? Ich schätze, ich komme später zu. Das scheiß Nest. Das ist hier irgendwo. Ja, wo ist er denn? Na, such ihn doch. Kamen sie erstmal schön an der Leiche. Okay. Lief doch ziemlich gut. Dann gucken wir uns mal gleich hier um. Schon hier sind. Looten! Das brauche ich. Oh ja, das wird mir noch Dienste leisten. Kann man hier rein? Lena, sollte ich wieder was verpassen, ne? Du kennst deine Aufgabe. Yes.
eine Gewehrmuni, ey, das ist ja wieder. Das ist gut. Ich würde mich ja beschweren, aber besser als nichts. Special-Raum, das wäre ja mal ganz geil. Das sind Schränke, Junge. Mach doch die Schränke auf. Warte, das Spiel will mich nicht beschenken. Ja, wenn ich in Ordnung. Wollte ich auch Flaschen. Gönn doch mal. Okay, warum sollte ich hier rausgehen wollen? Ich bin weg. Ja, ne, damit könnt ihr auch so viele schöne Sachen herstellen. Ja, die Leiter war ich hoch, aber da oben war halt nichts. Es gab keinen Grund, da hochzugehen, theoretisch. Ah, eine Flasche. Eine Flasche. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Das Arschloch ruiniert mein Bike, dieser Wichser. Irgendwann muss... Wo bist du denn her, Junge? Gar nicht mit sowas gerechnet. Thank you.
glaube, ich möchte da nicht rein. Ich möchte da wirklich nicht rein. Ich kann es riechen. Es muss in der Nähe sein. Ja, und auch total ungünstig. Wo soll ich mich denn hier verstecken? Was? Wie hat er. Okay, wie hat der andere das nicht hören können? Hat schon gar keine Ohren mehr, oder was? Ich sollte hier ganz schnell weg, aber ganz schnell. Alter, da ging mir aber gerade so ein bisschen die, ne? Da hat der Kackstift schon ein bisschen rausgeguckt. Im Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Das war das Letzte. Baut eure beschissenen Nester woanders, ihr verdammten Freaks. Voll ins Schwarze. Komm schon. Was? Du weichst einfach raus? Ich kriege hier wohl echt nichts mehr mit, wa?
Ich stecke gerade in einer Zwickmühle. Scheiße. Mir ist gerade ein bisschen unwohl, aber nur ein bisschen. Ich guck mal das mal von oben an. Alter, nice. Also wenn du von denen aufs Maul kriegst, das dauert 2 Sekunden, dann liegst du. Ist schon wieder Knut. Junge, rutsch doch da runter oder irgendwie. Ja, natürlich. Ich mach das nur zur Sicherheit. Noch da. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis alles verschwunden ist. Schönes Flüchtlingslager. Ja. Draußen werdet ihr besser dran gewesen. Nero konnte euch vor gar nichts beschützen. Post-Corona, wie schaut's bei euch jetzt eigentlich aus? Bei uns wurde schon teilweise wieder sehr viel abgelassen. Wir dürfen jetzt zum Beispiel wieder in freien Raum ohne Maske laufen, auf öffentlichen Plätzen. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen.
ein Neuroforschungslabor, wo wahrscheinlich nichts mehr drin sein wird für mich. Ja, Püppi, das hast du nicht kommen sehen, wa? Natürlich komme ich da nicht rein. War ja klar. Ja, bei uns machen sie es auch wieder viel zu verfrüht. Wir hätten warten sollen. Ich glaube, dass du mich anfassen darfst. Muss ich wegen dir ein Pflaster nehmen, ey. Wo ihr wollt, aber nicht hier. Das ist noch eine. Verstanden? Ja, so ist gut. Das war's für euch. Verschwindet aus meinem Camp. Moment, ich schau mal. Ja, das wohl war. Deswegen verstehe ich das auch nicht, dass das hier so stark wieder gelockert wird. Das ist Bullshit. Dann ist das Geheule nachher wieder groß. Wenn der Inzidenzwert auf einmal wieder steigt. Wie viele von euch Scheißkerlen sind denn hier? Hä? Was das jetzt? Wie viele? Nein, das war's noch nicht. Alter, was? 5 Stück sind das? Okay. Nice. Yeah.
Nero, Ricardo. Was ist hier passiert? Notfall! Notfall! Ihr Flüchtlingslager 13 Delta. Westlich wir werden überrannt! Überrannt! Sagt denen! Ich versuch's! Sie müssen uns rausholen! Klappe. Sofort! Sei ruhig, ich versuch's doch! Wiederhole, ihr Flüchtlingscamp 13 Delta. Wir werden hier überrannt! Hört mich jemand? Hör mit dem Ding! Was soll das denn? Hör mit dem! Loslassen! Funkgerät! Kann man aufhören auszuweichen? Scheiße. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Wo ist der Letzte? Ich höre dich. Ich sehe dich. Hier. Nimm mich. Das war der Letzte. Hey, Süße. Ja, ich hab sie erledigt. Wir machen dir keinen Ärger mehr. Oh, hey, ich bin's. Ich muss dir was sagen. Schon okay, es ist nur mein Arm. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich hab nicht auf dich gehört. Ich meine, ich wusste, es wird schlimmer, aber... Keiner von uns wusste, dass das passieren würde. Nicht so schnell. Du verstehst das nicht. Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Das ist meine Schuld. Hey, niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du. Deacon, warte! Sarah, komm schon. Da ist dein Kind. Warte. Hey. Oh. Hey, bist du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los. Komm! Sie hat ein Messer! Oh, verdammt. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße. Okay, halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Kannst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Fast da. Vor zwei Stunden war hier alles voller Bullen. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, sie sind wohl geflohen. Ja, sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Mit einem großen Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach. Einen von diesen Helis anwinken. Okay. Hier, vielleicht kannst du dich da ausruhen. Hey, langsam. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du? Wir haben immer zusammen Verstecken gespielt. Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Ich hatte schon Stichwunden, aber nicht solche. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Sieh doch nur. Wir müssen hier weg. Können wir nicht lang. Komm. Hey, Süße, kannst du gehen? Okay. Rosa. Ja, ich hab sie. Für du uns hier raus. Verschwinde! Verschwinde! Wir haben sie getötet! Okay, ganz ruhig. Ich warte langsam. Was machen wir? Okay. Du lenkst ihn ab. Ich versuch, mich vorbeizuschleichen. Okay. Nichts passiert, Gigi. Ich pack das, geh! Scheiße! So? Hey, ich bin unten!
bewaffnet! Ich bin unbewaffnet! Raus hier! Hören Sie zu, hören Sie zu! Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach! Verschwinden Sie! Wir haben sie getötet! Hören Sie, wir haben meine Frau getötet! Oh, nein, 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 Moment. Ja. Ich weiß nichts davon, dass Ihre Frau getötet wurde. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber wir haben nichts getan! Wir haben nichts getan! Jetzt, gib mir die Waffe! Gib mir die Waffe! Entweder du oder er. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien. Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Ryan. Okay. Scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei. Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei. Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Na komm, Sasse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen warte, zu diesem. Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Okay, das war sehr interessant für die Geschichte. Du, hast deine Ruhe, okay? Sehr interessant. Ich komme wieder her und ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber Boozer hat wohl recht. Ich kann nicht anders. Wie gesagt, ich komme wieder. Oh ja, wir kommen wieder. Boozer, noch ein Nero-Hubschrauber. Ich frag mich, was die hier... Ja, der kann jetzt warten. Jetzt gucken wir erstmal nach Fertigkeiten. Das ist viel wichtiger. So, hatte ich Konzentration nicht schon mal gekauft? Okay, die kosten alle nur einen Punkt, oder was? Oh, das ist ja... nice. Wollen. Okay, dann gehen wir mal wieder Nerus abhören.
Mal sehen, was die zu erzählen haben. Aber irgendwo war doch hier... wo kam ich denn hier raus? Bin ich jetzt gerade so oll? Hier, wahrscheinlich. Ja nö, keine Wölfe, leck mich. Heute nicht. Keine Zeit für sowas. Wenn sie schon da liegen, ich habe sie nicht getötet. Ja, irgendwie ja. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Heute habe ich überlegt, wo alles anfing. Es geht weit zurück, bis in den großen Krieg. 1947 kam der, wie heißt er, der National Security. Damit konnte die Regierung einfach unsere Straßen, Eisenbahnen und das Radio übernehmen. Alles, was sie verdammt nochmal wollen. Heute gibt's sie nicht mehr. Aber wir sind noch da. Und wir bringen die Wahrheit ans Licht. Die Wahrheit ist, ich hab's kommen sehen. Vor Jahren gab es Fotos. Nero-Todeslager für uns errichtet. Amerikanische Bürger. Niemand glaubte mir. Wenn wir von uns
aufbegehrt hätten, wäre das nie passiert. Eins sage ich euch, es wird nie wieder passieren. Kannst du einfach mal damit aufhören? Ich jage doch nur Freaks, Booter, verstanden? Wegen dem Kopfgeld, deshalb treibe ich mich da oben rum. Oh, Scheiße. Jäger, verdammt. Ist der mein Scheiß? Da bin ich jetzt schuld dran, oder was? Dass ich zu weit vom Heli weg bin. Boah, Alter. Warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Boah, das war aber eben schon wieder so eine fiese Stelle. Das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, 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 ich schaff das schon. Dicken Ende. Doch, tut sie. Sonst hätte das Viech dir schon längst den Kopf abgerissen. Doc, beeil dich. Scheiße, du weckst dich, verdammt. Geier. Sie kommen. Bin nicht so weit. Was lass du denn? Das war's, wir hauen ab. Los, geht's. Los. Mission abbrechen, abbrechen. Los, los, los. Einladen, einladen. Dann los jetzt. Was machen die zwei da hinten?
Was macht der da? Vielleicht das neue Paarungsverhalten, ich weiß es ja nicht. Natürlich gleich wieder 5 Stück hier. Boah, du hässliches kleines Gib das wieder her! Na Scheiße, das ist meins! Ach, endlich, die Scheißkerle sind verdammt schnell. Okay, was machen die da? Sieht aus, als ob sie hier, Scheiße, Freaks hüten, keine Ahnung. Die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Hüten? Wie meinst du das? Also, die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt. Schwärmer haben sie vertrieben. Die haben sich verpisst. Die haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, du glaubst doch nicht etwa, Sarah... Nein, ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer, er ist am Leben. O'Brien, das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Verdammt. Okay. Ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Deke. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Deke, ein Ende. Okay, O'Brien. Wo zur Hölle steckst du? Ich hab mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap, Belknap, Belknap... Belknap? Belknap, ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Hm. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. Waren wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach. Schwing einfach dein Bein drüber. Okay. Ja. Also, rauf. Wow. Okay. Fertig.
Hey! Hey! Gut festhalten. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Es ist nur, ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Also, was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere, also ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid, ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja. Hey, hey, Vorsicht! Scheiße! Oh. Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey, bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey, hey, ich habe Handyempfang. Hey, ja, mir geht's gut, aber Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin, keine Ahnung, auf der, keine Ahnung Road wo. Road 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ach, ja, bis gleich. Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Ich weiß nicht. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... einen Moment. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Huh? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen, mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren? Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese Biotechnikunternehmen. Und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Und sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Oh, was zum Teufel? Cleet, wir kriegen Besuch. Alles klar, die Herren. Hey, ich war noch nicht dran. Drei gegen ein, Alter. Ist das euer Ernst? Immer noch so. Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja! Ja, gib ihm noch eine. Los, weiter, schlag zu! Ist doch nicht so hart, Lucky. Was? Wann lernst du ich endlich weiterbeugen? Oh, ja! Ja! Dem zeigen wir's! Dem zeigen wir's, ja! Wie gefällt dir das? Wie ist das? Scheiße! Was scheißt das, verdammt! Mal, ich hau ab. Moment, schau, der wartet auf mich! Gib Gas, verdammt! Los! Oh, Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey. Du
Tut mir leid. Nein. Ist nicht mal, das Ding war in deiner Tasche. Nein, schon ich hab's gesehen und... Oh. Mein Gott, ich hätte jemanden töten können. Na ja. Oh, Scheiße. Ja, aber da müsstest du erst mal auf jemanden ziehen. Das hab ich noch nie gemacht. Hey, schon okay. Das Ding in deiner Tasche und ich wollte die Polizei rufen, aber weißt du, ich hatte kein Netz und keinen Empfang. Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay. Danke. So was hab ich noch nie gemacht. Ja, kaum zu glauben. Ja? Also, das hat mich jetzt irgendwie mal überhaupt nicht interessiert. Ich weiß gerade nicht, was das sollte. Einfach nur, um zu wissen, wie er sie kennengelernt hat. Das ist Schwachsinn. Das hört hier gar nicht reingemusst, tatsächlich. Tucker, Hot Springs Camp, bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende in Marion Fox. Deacon, ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jim's erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen. Verdammter Bastard! Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen, kenn ich. Okay, da fange ich an. Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist was für dich dabei. Ich werde dran denken. Dicken Ende. Ja gut, aber ob du dadurch eine Bindung aufbaust, ist auch fraglich. Also... mich hat es jetzt eher nicht so interessiert. So, ich werde eine kleine Pause machen. Ich muss mal ganz dringend Wasser in die Ecke stellen. 5 Minuten, dann sind wir wieder da.
Es ging doch schneller als erwartet. Wir können sofort weitermachen. Hab mich extra beeilt. So, jetzt würde ich aber tatsächlich mal kurz gucken. Nach Aufträgen. Okay, wir haben gerade nur zwei Sachen offen. Da machen wir mal Kopfgeldjäger. Tatsächlich. Ich hab was gehört. Los, los, töte ihn, töte ihn! Scheiße, besser aufpassen sollen. Nachladen. Ja, lad mal nach, Junge, lad nach. Gutes Timing. Da lag noch was. Thank you.
Ja, und nun? Passiert noch irgendwas? Ich werde dich da rausholen. Willst du hier draußen sterben? Pass auf, da ist ein Camp. Ja, Camp. Zeig's mir, wo? Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Danke. Vielen Dank, Mann. Ich dachte, das war's. Danke. Danke. Sag ihnen, es war Deacon. Die kennen mich. Nicht anhalten. Bleib in Deckung. Okay, das war gerade ein bisschen weird. Warum war der Ton so von denen? Warum arbeitest du nicht? Hey, lass das sein! Nein, 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 bitte! Hör auf! Verdammt! Nein! Lass das sein, lass mich noch mal in Ruhe. Ertragt euch doch mal! Wie läuft's? Ich schau mich nochmal um. Bitte sehr. Ciao. Weißt du, was es heute Abend ist? Du hast gesagt, ihr dürft hier nicht nach Norden. Ja, sobald wir genug Ausrüstung zusammen haben, wollen wir hier weg. Zucker geht mir langsam auf die Nerven, weißt du. Bis demnächst. Nee. Kackspaß. Na, wie läuft's? Was geht? Alter, ich brauche für alles Stufe 2. Wie brauche ich dann noch 2000? Okay, da muss ich noch eine Mission machen. Was gibt's denn hier Schönes? Das Dinge. Na, und. Das wäre natürlich Premium. Wäre auch ziemlich Premium, aber ein bisschen auf Fernkampf gehen, wenn denn. Was kann ich noch für dich tun? Handfeuerwaffen, Schalldämpfer, Primärschalldämpfer, okay. Und das bringt mir was?
nichts. Komm vorbei, wenn du noch was brauchst. Komm vorbei, wenn du noch was brauchst. Ich sage Tucker, dass du hier warst. Campjobs. Kennanführer verteilen häufig Arbeit, die erledigt werden muss. Wenn du diese Mission und Jobs abschließt, hältst du das Vertrauen des Camps und Punkte. Achte auf Funksprüche, um zu erfahren, wann eine neue Mission oder ein neuer Job verfügbar ist. Deke, kennst du diesen Drifter mit den Narben im Gesicht? Er hat einen Montierhebel dabei und nennt sich Limbo. Kenn ich nicht. Er kam gestern ins Camp, wollte Beute eintauschen und ein paar Drinks. Er muss wohl erst heute Morgen wieder gefahren sein. Ah, Tuck, ich bin nicht die Security. Erzähl das besser Alkar. Deke, er hat einen Mann und eine Frau totgeschlagen. Bowman und Hewitt. Ihr Gesicht wurde bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Hewitt? Maria, oder? Ah, scheiße. Der Mistkerl Limbo ist der von hier? Alkai sagt, er hat ein Camp beim alten Waldarbeiterwachturm am östlichen Hang des Three Finger Jack. Yep. Ich weiß, wo das ist. Klatsch mir weg. Ich regel das. Das dachte ich mir. Na, ich regel das. Yeah, aber erst mal ein Pflaster. Hey, ich sehe mich nur um. Ja, genau, erstmal ein Bärchenpflaster. Erstmal ein Hello Kitty Pflaster. Aufhören! So, dann lass uns mal gucken, wie weit wir fahren müssen. Kopfgeldjäger. Okay. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch und dann mache ich dann auch Feierabend für heute. Wenn da keiner was gegen hat. Moment, ich mach auf. Mal sehen, vielleicht fühle ich heute, bevor Gaddy ankommt, vielleicht fühle ich davor noch. Von 17 bis 19. Ziele sind Mörder, die von den Camps der Überlebenden gesucht werden. Finde das Ziel, schalte es aus und kehre mit einem Todesnachweis zurück, um den Job zu erledigen. Und in diesem Camp waren wir wahrscheinlich schon. Ja, wir waren in diesem Camp. Alter, du Pisser. Na komm schon! Ja, das wird dir gefallen! Hey, Tuck, ich bin da. Getroffen! Hey, Tuck, ich bin da.
Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingerichtet zu haben. Ist auch nichts mehr. Du hast was von Narben gesagt, also ich brauche mehr. Los, was weißt du noch über ihn? Trägt einen grünen Mantel. Na los! Da ist ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Mutierhebel, Deacon St. John. Und ich will das... Stehen geblieben? Trägt einen grünen Mantel. Sieht aus wie ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Mund. Er trifft natürlich, ne? Okay. Wie war das? Trägt einen grünen Mantel. Sieht aus wie ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Mund. Deacon St. John. Und ich will, dass auch was von seinem Gesicht dran klebt. Alles klar. St. John, ey. Da oben. Such sie. Ja, du bist in den Hot Springs. Scheiße, jetzt habe ich wieder nichts zum Snacken. Ach doch. Ich wollte schon wieder rumschreien. Komm schon. Zeig dich. Du willst es doch auch. Komm schon! Hey, nein, nein! Wüsste ich nicht, was? Der hat sich da! Der hat's erwischt! Immer noch den Eisenzahn dabei, was? Ist Bullshit, ganz bald. Ja, natürlich kommen noch mehr. War ja klar. Hätte man ja mit rechnen können. Verdammt, findet sie! Da kommen welche! In Deckung! Bleibst du da sitzen? Vorrücken! Ha!
Jetzt hab ich dich. Nicht entkommen lassen. Verbrenne, Arschloch. Ja, verbrenn ihn. Ihr läuft ja nur herum. Nicht ganz optimal, aber es lief. Ich würde gerne noch ein bisschen Schrott haben. Hier noch mal irgendwas drin. Ah, hier noch ein bisschen. Danke, Spiel. Ich bin so froh, dass es. Alter, okay. Die Munition sieht nicht mehr so krass aus, aber gut. Was wir haben, haben wir. Was wir kriegen, wissen wir halt nicht. Hallo Freunde! Freunde!
Ich schau mich nochmal um. Eine echte Spritschleuder. Bis zum nächsten. So, mal sehen, ob's reicht. Hast du den Mistkerl gefunden? Ja, hier, der Eisenzahn. Wie du ihn wolltest. Ach, sehr schön, Dick. Ach, du bist der Einzige, auf den ich mich immer verlassen konnte. Hey, weißt du, ich habe keine Ahnung, wo du und Boozer hin seid. Aber es ist schön, dich zu sehen. Wir sind in der Nähe, Tuck. Wenn du was brauchst... Im Hintergrund wird schon wieder jemand verprügelt. Geh zu Alkai. Ich schreibe die Punkte gut. Was? Ganz knapp nicht? Alter, das ist doch behindert. Sorry für die Behinderten, aber das ist richtig hier. Also kurz vor knapp. Ich geh mal spazieren. Mann, ich wollte doch neue Waffen kaufen. Brauchst du irgendwas? Hey, was gibt's? Brauchst du noch was? Kann ich noch was für dich tun? Ja, du kannst mir neue Waffen geben. Aber mach's ja nicht, du Arsch. Der Primärwache. Besonders auf kurze bis mittlere Distanz. Also ist das so eine Art Flinte, ja? Okay. Komm her, wenn du noch was brauchst. Danke, Dicken. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich tatsächlich. Kotzt mich ein bisschen an, aber gut, hey, Mann, soll man hier nennen. Ich schau mich nochmal um. Dann werden wir jetzt speichern und dann würde ich sagen, wird's gegen 17 Uhr nachher weitergehen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis später.